Hallo und herzlich willkommen zurück bei Severance Blade of Darkness. Es tut mir wahnsinnig leid, dass die letzten beiden Folgen keinen Ingame-Ton mehr hatten. Ich hatte da einen Mist gebaut. Ich habe vergessen, das Aufnahmeprogramm richtig einzustellen und deswegen ist das leider passiert. Wir sind jetzt auch nochmal im letzten Level, weil ich euch zumindest die Zwischensequenz nochmal zeigen möchte. Mit der Erzählerstimme natürlich. Denn ansonsten wäre das irgendwie ein bisschen doof. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht mehr vor. Und dass wir jetzt hier normal weitermachen können. Ich habe jetzt auch die Aufnahme getestet. Es müsste so alles richtig sein. So, mal schauen. Lord Kerman has died. He was weakened by his captivity and illness. And a cruel blade sealed his fate. Nevertheless, his belief that the enemy can be stopped heartens you. And the warning about secrets and mysteries can be of assistance. However, the quest continues. The enemy is threatening the blue and white gems, which are in the keeping of the Gorge of Orlok and the Frozen Castle. Time is of the essence. One of those two should be your next objective. Wie gesagt, wir gehen ins Fortress von Nemrut. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir die Gorge von Orlok später sowieso noch machen. Aber ich will jetzt erstmal ins Fortress gehen. Wir sind ja schon gerade dabei, generell viele Fortresses zu machen. Also können wir auch noch eins mehr machen. Among the mountains of the Half Moon, pine-covered slopes of Nimrut, stands the Fortress of the Clouds, which guards the lands of Sarikan. In the castle is one of the keys to the tomb of the fallen warrior. For during the War of the Sword, the men of that place fought alongside their allies, the knights. Also wahrscheinlich müssen wir dann diesen Schlüssel finden. Also das wäre zumindest irgendwie logisch. So, dann kurz die Spezialattacke testen. Das geht alles noch. Wir haben wieder volle HP, was doch auch mal wieder erfreulich ist. Unsere Energie lädt sich so langsam auf und jetzt sind wir hier in der Festung von Nemrut und schauen uns hier weiter um. Wir haben unseren super tollen Ork-Schild. Wir sind ja dann am Ende doch noch ganz gut durchgekommen in der letzten Mission, obwohl die jetzt auch wieder ein bisschen schwieriger war. Ich habe übrigens auch nochmal alles nach Runen abgesucht und habe nichts gefunden. Ich habe auch mal nachgeguckt. Wir brauchen die also alle am Ende tatsächlich und wenn wir eine übersehen haben, was wir zweifelsohne haben, da bin ich mir relativ sicher, müssen wir dann ganz am Ende wahrscheinlich nochmal zurückgehen, so wie ich das verstanden habe. Ja, hier geht's eigentlich hoch, ansonsten ging es glaube ich nicht weiter. Ich bin mal gespannt, was uns hier wieder für Gegner erwarten. Ich hoffe diesmal keine Orks. Ach, okay, ja, die Knights sind auch nicht gerade viel besser. Oh, zwei Stück. Speichern wir das mal. Und der hat einen Schlüssel. Ja, hey, hey, hey. Ich möchte eigentlich nicht, dass du Verstärkung rufst. Na komm. Einmal zuschlagen. Das geht aber. Mit der Keule haben wir jetzt so eine große Reichweite, dass das anscheinend relativ gut funktioniert. Den Storky haben wir erhalten. Den brauchen wir hier. Ich möchte aber zuerst mal mich noch außen umsehen. Der hat, ich glaube, 500, der ist das. Ja, der gehört jetzt uns. Das ist das Schöne, wenn man die Gegner one-shotten kann. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob wir diese Mission auch schon vor der Shalatavar-Festung hätten auswählen können. Also ich glaube, da war noch eine zweite Mission zur Auswahl. Aber ich weiß nicht, ob es diese hier war. Und die Gegner hier, also jetzt zumindest am Anfang, scheinen auch nicht so ein hohes Level zu haben. Und sind deswegen One-Shots. Was natürlich schön ist, in dem Sinne. Dann öffnen wir hier mal das Warenhaus. Kommen bestimmt wieder fiese Monster auf uns zu. Aber wir werden sehen. Erstmal natürlich die Fässer zertrümmern. Es könnte ja ausnahmsweise mal was Wichtiges drin sein. Gut, wahrscheinlich ist eh nur Essen drin. Also maximal, wenn überhaupt. In der Regel ist ja gar nichts drin. Ich meine, zweimal Meat, das ist ja schon fast ein Secret hier.
So, kann man anschleichen? Ups. Sein Schild ist so schlecht, dass wir einfach durchhauen mit dem dicken Angriff und ihn dann trotzdem noch one-hitten. Was eigentlich ein bisschen überraschend ist, er hat noch ein schlechteres Schild. Ja, der Schild geht kaputt und der Gegner stürzt zu Boden in sein Verderben. Was ist hier? Der sichere Tod, so wie es aussieht. Bisher ist alles noch sehr, sehr linear. Also die Levels sind generell relativ linear. Es hat halt einfach ab und zu mal so kleinere Abzweigungen und bisher ist hier noch keine zu sehen. Hier ist auch wieder eine fette Tür. Die werden wir wahrscheinlich von innen dann öffnen müssen. So, noch mehr von euch. Also wenn ihr nur so wenig AP habt, dann ist es alles noch sehr, sehr human. Das war ja... Ups. Das war ja vor 2 Level oder so, als wir die zum ersten Mal gesehen haben, diese Ritter. Da haben sie ja richtig krass Damage gemacht. Da hatte ich zwar auch noch eine schlechtere Waffe, aber trotzdem können wir das Faster vielleicht zerdeppern? Anscheinend nicht. Der Boden hier sieht ein bisschen merkwürdig aus, als so, als würde er einbrechen. Aber die sehen hier alle so aus. Ne, der nicht. Soll ich es mal testen gleich? Ich glaube, erstmal werden wir ihn hier zur Strecke bringen. Das Gute hier ist, beim der Spezialattacke, dann hat er irgendwie so ein bisschen eine größere Range, beziehungsweise beim ersten Schlag geht er einen Schritt vorwärts. Das heißt, wir können schon mal das außerhalb der Range der Gegner machen. Und dann mit der Spezialattacke ist er schön in Range. Und ja, das ist dann relativ einfach. Du hast nicht mal ein Schild. Oh. Da hatte ich noch nicht volle Ausdauer. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Was mich auch ein bisschen wundert, in der letzten Mission haben wir, glaube ich, keine Full-Life-Potion erhalten. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass man in jedem Level genau eine kriegt bisher, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Oder ich habe eine übersehen, das kann natürlich auch sehr gut sein. Hier bauen wir wieder irgendeinen Schlüssel. Da scheint aber Ende im Gelände zu sein, da oben. Der Courtyard, der Vorhofschlüssel. So, schauen wir mal, ob das hier einbricht. Tut es nicht. Okay. Dann sind wir jetzt schon mal ein bisschen schlauer geworden. Wo geht es denn noch weiter? Hier nicht. Hier war Endstation. Ja, da muss es ja eigentlich irgendwo hier weitergehen. Vielleicht können wir da auf dieser Seite hier hoch. Ne? Doch, es geht. Hervorragend. Kommen wir auch wieder zurück. Müsste eigentlich gehen. Das ist auch eine merkwürdige Wand irgendwie. Aber anscheinend ist es halt einfach die die Architektur von dieser Festung. So, der ist schon mal, hat das Zeitliche gesegnet. Ist bei den ewigen Göttern angekommen. So, hier die Fässer noch. Da ist bestimmt wieder nichts drin. Und hier ist ein Schlüssel. Da haben wir auch den Schlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen wahrscheinlich. Hier geht noch eine Geheimtür auf. Nein, natürlich nicht. Es ist einfach nur eine normale Tür, die so ein bisschen ja, speziell aussah. Also sie hatte einfach eine spezielle Form, meiner Ansicht nach. Ist nicht so groß und mächtig sah sie aus, sondern mehr so ja, klein und unscheinbar. Und die Level werden immer niedriger hier bei den Typen. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Damit können wir durchaus leben. So, Ausdauer ist ausgefüllt. Oh. Ja, da muss ich aufpassen. Wegen der Ausdauer. Das ist bei der Waffe echt so ein bisschen ein Problem. Also wenn ich einmal zu daneben haue mit dieser Waffe, mit der Spezialattacke, dann ist die Ausdauer komplett im Keller und ich muss erstmal
ein paar Sekunden stillstehen bzw. nicht angreifen, damit sich die Ausdauer wieder auflädt. Da ist noch einer. Ja, wir kommen gerne. Kein Problem. Das ist aber dein Problem, denn du bist das Opfer. Hier ist auch wieder eine relativ hohe Mauer, da kommen wir aber wahrscheinlich nicht drüber. Heavy Maces. Das sah irgendwie so ein bisschen nach einem Turm aus. Schießt hier jemand? Oh ja, da oben schießt jemand. Ja, zwei sogar. Das ist ja eine Frechheit eigentlich schon fast. Kommen wir hier irgendwo hoch? Es sieht nicht so aus. Na schön. Da oben ist auch nochmal einer, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Müssen wir mal schauen, wie wir da hochkommen. Ich glaube hier, ja, das schafft der Zwerg nicht. Dafür ist er einfach zu klein. Mein Gott, das ist halt... Kann nicht jeder ein Riese sein. Dann hier oben. Oh, da wäre ich fast wieder runtergefallen. Der hat eine Tausender Potion dabei. Die müssen wir uns... Oh, und ein ziemlich beeindruckenden Schild. Ups. Da konnte ich aber mit richtig viel Glück nochmal ausweichen. Vielleicht ein Double Kill, jawohl. Yes. Können wir die mitnehmen? Haben wir zu viele. Schießt noch wer? Momentan nicht. Okay, Tausender Potion. Da können wir eigentlich auch eine verwenden. Sehr schön. Also bisher ist dieses Level wesentlich einfacher als das vorherige. Ich will auch gleich mal den Schild anschauen. Ich glaube, der hat 1600. Ja, ich würde sagen, wir hauen den Kingsschild weg, obwohl der halt einfach relativ nice aussieht. Aber vielleicht ist der hier einfach besser. Nicht wirklich. Also, wenn er voll wäre, dann schon. Aber in dem Zustand ist er nicht besser. Das heißt, wir behalten unseren Königsschild. Ich glaube, ich werde den jetzt auch erstmal verwenden. Der hält ja doch ein bisschen was aus, zumindest. So, wo geht's hier weiter? Müssen wir darüber springen etwa? Wäre möglich. Oh. Also die... Da drüben sind nochmal zwei. Ich wusste doch, dass nirgendwo noch mehr Gegner. Na schön, aber ich glaube, wir werden erstmal darüber springen und hoffen, dass uns das an einen sinnvollen Ort bringt. Nee, da geht's nur wieder nach unten, wo wir vorhin schon waren. Schade eigentlich. Bisschen Fallschaden noch, nehmen wir natürlich mit. Wer mag's denn nicht einfach mal, sich die Beine zu brechen oder den Fuß zu verstauchen? Das ist halt immer eine tolle Sache, gerade für kurzwüchsige Zwerge. Oh, hier geht's weiter. Ist das eine Tür? Wahrscheinlich auch nur wieder so eine Dekowand. Die gibt's ja überall. Das sind, glaube ich, keine Türen. Erstmal natürlich... Oh, da war ein bisschen ein eisiger Wind. Ah, komm, Energie aufladen. Ah, ja. Ah, fast. Hat er ein bisschen daneben gehauen. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid für ihn. Und er hat auch im richtigen Moment zugehauen. Ist mir direkt in den Angriff reingerannt. Und hatte dann auch keine Chance deswegen. Also nicht, dass er sonst irgendwie eine Chance gehabt hätte. Momentan läuft es echt gut. Also wir kriegen auch... Nee, wir kriegen doch keine Level-Ups in einem angemessenen Tempo. Aber die Gegner sind zumindest richtig einfach. Wahrscheinlich kommen dann auch später hier in dieser Mission auch nochmal ein bisschen höherlevelige Gegner. Könnte ich mir vorstellen. So, ist hier drin was? Es ist jetzt alles wieder ein bisschen verwinkelt. Ich habe die Orientierung auch ehrlich gesagt schon wieder verloren. Aber da müssen wir halt schauen, wie wir das irgendwie... Im schlimmsten Fall muss ich halt ein bisschen hin und her rennen. Das ist ja zu verkraften, hoffe ich mal. Der ist jetzt ein bisschen ausgewichen. Und ist auch verdammt schnell. Ups, da war die Ausdauer noch nicht voll. Muss ich völlig aufpassen. Er hat nicht mal ein Schild und... Wow, weicht auch gut aus. Also der ist nicht so dumm wie seine Kollegen anscheinend.
Hä, er ist schon wieder ausgewichen. Sollen wir ihn auf die herkömmliche Weise töten vielleicht? Na? So geht's auch. Wenn es denn sein muss. So, vielleicht erstmal hier nach unten. Das ist kein normaler Gegner. Also, hört sich zumindest nicht so an. Die ich jetzt über... Hallo? Das ist jetzt schon ein bisschen bedrohlich. Es ist dunkel, da ist ein Schalter. Oder warst du das? Nee, das warst nicht du. Das war irgendein Kollege von dir. Kann das sein, dass die Gegner schneller sind, wenn sie kein Schild dabei haben? Das wäre ja eigentlich logisch. Aber einfach, weil jetzt die mit Schild sind immer so träge irgendwie. Noch mehr von euch. Schön. Da war aber nochmal ein Schalter hier. Na? Ach, du bist das. Ich dachte schon, es ist irgendwie... Oh. Wir haben keinen Schaden gemacht. Anscheinend ist er noch nicht so weit. Was ist los mit dem? Willst du vielleicht mal... Ja. Komm, Schätzelein. Schön eines Mal auf die Fresse. Da wäre ich ihm fast noch in den Angriff reingerannt. Also viel HP hat er auch nicht. Ist einer der Schwächeren von denen, die wir bisher gesehen haben. Und die sind halt auch echt langsam. Das war schlecht. Nein! Ja, wenn ich natürlich keine Ausdauer mehr habe, bin ich noch langsamer. Und wenn er fast tot ist, dann bringen wir auch ihn ein bisschen aus dem Gleichgewicht, wenn wir zuhauen. Das ist mir jetzt auch schon beim letzten aufgefallen. Ja, schön. Jetzt ist zum Glück auch Ruhe im Gelände. Hat uns aber nicht allzu viel gebracht. Ein Double Sword. Das ist auf jeden Fall nichts für uns. Das ist wahrscheinlich von dem Ritter. Double Mace wäre für uns. Ah, schick, schick. Double Mace, aber Double Sword. Ist der Mace vielleicht auch hier drin? Und ich habe ihn einfach übersehen. Schade, dass wir dieses Beil übrigens nicht aufnehmen können. Great Mace. Great Mace. Hm. Scheint aber auch nicht für uns zu sein. Ich glaube, Streitkolben waren auch Ritter. So, die Frage ist, sollen wir jetzt nochmal umdrehen und oben erstmal hingucken, weil es sieht hier schon so aus, als würde es weitergehen. Das ist schon ziemlich weitläufig. Den Kupferschlüssel brauchen wir hier. Hier ist eine Tür. Aber es ist auch mal schön, dass wir wieder ein bisschen Progress haben, nachdem es ja in den letzten beiden Folgen eher etwas mühsam zu der ging. Geht es diesmal wieder flotter weiter. Da kann man auch wieder die Vorräte ein bisschen auffrischen. Käse liegt auch rum. Kann man brauchen, ja. Halbes Level haben wir. Hier ist nichts mehr drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal zurück soll. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zwiegespalten. Ihr merkt das vielleicht schon. Wir werden erstmal die ganzen Fässer kaputt machen. Das ist auch gut. Also die Angriffsanimation dieser Keule gefällt mir sehr gut. Das ist mit so jetzt, von dem, was ich sehe, meine Lieblingswaffe auch von der Animation her. Und dadurch, dass sie halt auch noch richtig viel Schaden macht, ist es einfach eine super Waffe. Kann man nicht anders sagen. Hier sind noch mehr Fässer. Kriegen wir hier etwa den Kupferschlüssel? Käse. Sehr gut. Also es bringt jetzt halt echt nicht mehr wirklich viel, das ganze Zeug eigentlich aufzunehmen. Aber vollständigkeitshalber, ne? Ich habe auch die zweimal Fleisch, die wir da einmal liegen gelassen haben, die habe ich nicht wieder aufgenommen. So, hier müssten wir eigentlich hoch können. So. Na, ah, fast. Nächster Versuchszwerg. Sehr schön, du kannst es doch. Ich wusste es. Dwarf Medium Armor. Ich weiß gar nicht, welchen wir momentan anhaben. Haben.
Also der sieht auf jeden Fall wesentlich schicker aus als von beim letzten Mal. Wir haben jetzt auch richtig viel Defense. Schön, schön. Und einen richtigen Zwergenhelm, so wie sich das gehört. Das sieht schon klasse aus. Schaffen wir diesen Sprung? Wir probieren es mal. Und hab. Jawohl. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt getippt, dass das ein bisschen zu weit ist. So, und hier. Ein gebogenes Schwert. Da waren wir doch schon. Hä? Ach so. Ach so, da führen die ganzen Wege zusammen. Das war eigentlich vorhin, wo ich da wieder zurück wollte, wollte ich hier hin. Und dann wären wir genau ans gleiche Ort an den gleichen Ort gekommen. Sehr interessant. Das heißt, unten brauchen wir auf jeden Fall noch den Kupferschlüssel. Aber ich will jetzt erstmal hier gucken. Vielleicht finden wir den ja hier. Ich glaube nicht, dass wir den schon im Inventar drin haben. Müssen wir wieder auf den Balken balancieren? Wäre möglich. Hier unten war der Minotaurus-Typ da. Haben wir den Schlüssel? Nee. Wir haben den nicht. Aber hier ist auch nichts mehr. Hm. Haben wir irgendwo was übersehen? Wahrscheinlich. Irgendwie eine kleine Abzweigung. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal finden. Hier ist nichts. So, hier vorne brauchen wir den Kupferschlüssel, oder? Nee. Hier? Hier. Die Frage ist, wo ist der denn? Vielleicht hier drin? Da waren wir ja schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Da hinten ist jemand. Hm. Wahrscheinlich hat er den Schlüssel. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber das machen wir dann in der nächsten Episode. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.